Willkommen zurück. Wir haben im letzten Teil mit Git Add Dateien ins Repository eingefügt bzw. vorgemerkt für den nächsten Commit, also in den Staging-Bereich überführt. Wir haben auch diese Änderungen dokumentiert, die sich dadurch bei der Ausgabe von Git Status ergeben. Als nächstes schauen wir uns den Mechanismus Git Ignore an. Und ich habe es schon erwähnt, Sie wollen nicht alle Arten von Dateien im Repository drin haben. Es gibt Sachen, die nicht reingehören, also zum Beispiel Kompilate.exe-Dateien, .dll-Dateien auf Windows oder auch sensitive Dateien, irgendwelche Schlüssel oder Sie haben ein Konfigurationsfile mit einem Datenbankpasswort, irgendwelche Tokens, Access-Tokens. Das gehört nicht in Git hinein. Also beim Kompilaten ist einfach das Problem, es wird unnötig groß und Git hilft Ihnen nicht wahnsinnig viel dabei, Unterschiede zwischen solchen Dateien festzustellen. Und eben Kompilate können Sie aus dem Code erzeugen. Sie brauchen es nicht in Git drin zu haben. Ist aber ein wenig größeres Problem als sensitive Daten wie Passwörter. Und es ist immer wieder sehr lustig. Es gibt Leute manchmal, die fügen aus Versehen irgendwie ein Passwort in den Codes ein und fügen es dann Git hinzu, committen es, pushen es, damit es die ganze Welt sieht. Und dann haben sie es gemerkt, ups, es gab ein Passwort drin. Sie löschen das Passwort aus dem Code, machen einen neuen Commit, schreiben dann deleted password. Und offenbar haben die nicht verstanden, wie Git funktioniert. Das Passwort kann man einfach wieder erstellen. Also einfach den alten Zustand des Codes wiedererstellen, dann sieht man das Passwort wieder. In einem solchen Fall müsste man das Passwort auf dem jeweiligen System durch ein neues ersetzen. Also Passwörter und so weiter gehören nicht ins Git-Repository. Und eben, wenn Sie außerdem mal in Eile sind, Git Add Stern machen, dann kann es eben sein, dass solche Dateien, die man lokal benötigt, in eine Konfigurationsdatei mit Passwörtern drin, dass die dann ins Git-Repository gerät. Und das soll man verhindern. Und Git bietet hierzu einen sehr hilfreichen Mechanismus, der heißt Git Ignore. Sie können in einer Datei namens .gitignore im Arbeitsverzeichnis oder in einem Unterverzeichnis können Sie Muster definieren. Also können entweder Dateinamen angeben, zum Beispiel passwords.txt soll nicht reinkommen, oder auch Muster, also so Glob-Patterns, wie ich vorhin gezeigt habe. Und diese Muster definiert man, indem man pro Zeile eins definiert und auf jede Datei, auf die das Muster zutrifft, die wird dann nicht mit Git Add hinzugefügt. Ein paar Beispiele: Stern.class, das wäre jetzt für ein Java-Repository sinnvoll. Es werden keine Java-kompilierten Klassen hinzugefügt. Der Kommentar hier, den können Sie auch so drinstehen haben, der wird ignoriert. Dann, das wäre jetzt hier ein C-Sharp-Projekt, Bin-Ordner. Dass ein Ordner ist, wurde mit Slash kenntlich gemacht, ist nicht unbedingt nötig. Es kommen keine Bin-Verzeichnisse. Also das Bin-Verzeichnis kommt nicht ins Repo hinein. Es bleibt einfach im Arbeitsverzeichnis bestehen. Dann können Sie sagen, zum Beispiel ein Temp-Verzeichnis möchte ich nicht, aber ich möchte nur genau dasjenige Temp-Verzeichnis ausschließen, das genau in meinem Git-Root-Verzeichnis drin ist. Also nicht Temp-Verzeichnisse weit runter in der Hierarchie, die sollen weiterhin drin bleiben. Dann haben Sie vielleicht Out-Dateien, also irgendeine Ausgabe, irgendwelche Log-Dateien, und die möchten Sie generell nicht drin haben, können Sie mit Stern.out diese ausschließen. Jetzt gibt es aber vielleicht eine Logdatei, die Sie drin haben möchten. Audit.out zum Beispiel, also irgendeine Auditierungsdatei. Und mit dem Ausrufezeichen können Sie eine Ausnahme definieren. Können Sie sagen, okay, ich möchte zwar keine Out-Dateien, außer die Audit.out, die soll reinkommen. Diese Datei gitignore selber wird mit Git verwaltet, dass Sie eben die anderen Leute, die mit dem Repo arbeiten, auch haben. Und jetzt, Sie müssen das nicht unbedingt selber alles hier ausformulieren. Wenn Sie ein neues Projekt anfangen, kann es sinnvoll sein, dass Sie eine Vorlage verwenden. Und ich habe Ihnen ein Repository verlinkt, das solche Vorlagen enthält. Schauen wir mal hier rein. Hier gibt es für verschiedenste Programmiersprachen und Frameworks und Systeme gibt es Vorlagen für die Gitignore-Datei. Schauen wir mal, was zum Beispiel bei nehmen wir mal C++ relevant wäre. Also hier gibt es verschiedene Dateien, die ausgeschlossen werden. Zum Beispiel die Endung DLL kennen Sie auf Windows.
Das Linux-Pendant dazu wäre dann stern.so. Also die kommen nicht hinein ins Repository dieser Dateien. .lib-Dateien, .exe auch nicht, .out sind sie mein Beispiel, wird alles ausgeschlossen. Was haben wir noch für andere Programmiersprachen? Ich weiß nicht, was Sie noch kennen, nehmen wir vielleicht Go. Dort eben auch .exe, .dll, .so und so weiter, das kommt nicht rein. Oder Workspace-Dateien, Out-Dateien und so weiter. Sie sehen, es gibt da Überschneidungen, aber auch unterschiedliche Muster, je nach Programmiersprache, die eingesetzt wird. Diese Datei, die Gitignore-Datei, wird in der Regel im Laufe des Projekts erweitert, weil immer neue Arten von Dateien dazukommen, die Sie vielleicht nicht brauchen. Also das wäre dieses Gitignore, dieser Mechanismus. Wir haben eine Aufgabe dazu, Aufgabe 5. Erstellen Sie eine leere Datei namens foobar.exe. Also wir sind immer noch hier in Git Exercises drin und eine leere Datei kann ich mit dem Befehl touch erzeugen. Touch foobar.exe. Das ist jetzt nicht eine wirkliche Datei, also eine wirkliche Exe-Datei, sondern einfach eine, die Endung .exe hat. Führen Sie den Befehl git status short aus. Also machen wir das. Git status short. Und ich sehe hier, foobar ist untracked. Was muss ich als nächstes tun? Erstellen Sie die Datei git ignore und definieren Sie darin ein Muster, um sämtliche Dateien mit der Endung .exe zu ignorieren. Ich könnte das jetzt mit echo oder cat machen, aber verwenden wir jetzt mal diesen Nano-Editor. Nano. .gitignore. Jetzt wollen wir ein Muster definieren, um sämtliche Dateien mit der Endung .exe zu ignorieren. Das machen wir mit dem Stern, stern.exe. Und jetzt möchte ich das gerne speichern. Ich gebe einfach mal Ctrl-X ein, um es zu verlassen. Ich werde gefragt, ob ich es speichern möchte. Wähle Y. Werde nach dem Namen gefragt, den habe ich schon eingegeben. Mache Return. Gebe es mal mit cat aus. Und wunderbar, das ist jetzt drin, also ich habe die Regel formuliert. Als nächstes führen Sie den Befehl git status short erneut aus. Wenn Sie den vorherigen Schritt richtig gemacht haben, sollte foobar.exe nun nicht mehr aufgelistet werden. Git status minus short. Foobar.exe ist nicht mehr drin. Dafür git ignore. Aber foobar.exe existiert immer noch. Wenden Sie den Befehl git add auf die Datei .gitignore an. Git add.gitignore. Jetzt kann ich noch einmal status short machen. Jetzt sehe ich, gitignore ist auch vorgemerkt und foobar erscheint immer noch nicht. Das wäre diese Aufgabe gewesen. Bin dann gleich zurück mit dem nächsten Video. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe bei Aufgabe 5 noch etwas Kleines unterschlagen. Und zwar gibt es eine Zusatzfrage. Warum beginnt der Dateiname von gitignore mit einem Punkt? Und die Antwort darauf ist, dass auf Unix-Systemen, auf Unix-artigen Systemen wie Linux, Dateinamen, die mit einem Punkt beginnen, dass die dann ausgeblendet werden bei den meisten Befehlen. Die gelten als versteckte Dateien. Schauen wir mal hier rein. Also wenn ich ls eingebe, sehe ich hier kein gitignore. Wenn ich ein ls-a eingebe für -all, sehe ich hier ein .git, ein .gitignore, das aktuelle Verzeichnis und das Parent-Verzeichnis. Wenn ich das hingegen mit dem Explorer aufmache, das ist eine Windows-Anwendung, dann sehe ich hier, gitignore wird angezeigt, das git-Verzeichnis zwar nicht, hat sich noch irgendein spezielles Attribut gesetzt, aber auf Windows macht der führende Punkt eigentlich nichts. Auf Unix-artigen Systemen bedeutet der Punkt eben, dass die Datei standardmäßig ausgeblendet werden soll. Das wäre noch der kleine Nachtrag dazu.